Mit der Partei kommt die Sonne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebes manipulierbares Wahlvolk, auch ich lese ab. Das E in die Partei steht für Elitenförderung und Elite braucht adäquaten Wohnraum. Seit 2011 geht Wilhelmshaven immer besser und Luxuswohnraum ist begehrter denn je zuvor. Daher stehen wir im Schulterschluss mit SPD und CDU zu der Entscheidung, den zahlreichen Investoren vernünftiges Bauland zu überlassen, nach unseren Wünschen zu einem Spottpreis. Sie stehen hier, um für Ihre Interessen und Ihre Gärten einzustehen und zu demonstrieren. Das wollen wir Ihnen gerne gönnen und wir bedanken uns aufs Herzlichste, dass Sie auch uns das Wort überlassen. Wenn es so viele Menschen gibt, die für den Erhalt ihrer Gärten stehen, dann muss es folglich auch Menschen geben, die damit überhaupt nicht einverstanden sind. Uns Gegendemonstranten. Wir haben uns von daher als Partei auch nicht nehmen lassen, die Mitglieder von CDU und SPD und die vielen Investoren eingeladen, heute gemeinsam mit uns gegen ihre Freizeitgärten zu demonstrieren und bedanken uns sehr herzlich, dass sie heute so zahlreich erschienen sind, um ihrer Stimme Nachdruck zu verleihen. Vielen Dank an dieser Stelle. Sie müssen ein Einsehen haben. Ihre protzigen Wochenendhäuser schüren nur eine unnötige Neiddebatte beim restlichen Mittelstand. Diese gilt es zu vermeiden. Wir haben hier in unserer Stadt schon genug unzufriedene Bürgerinnen und Bürger. Da können wir so etwas nicht auch noch gebrauchen. Lassen Sie also der wesentlich härter arbeitenden Elite sowie zahlreichen Düsseldorfer Nutznießern von ausgezahlten Lebensversicherungen den Vortritt und geben Sie auf. Damit hier an den Ufern dieses Sees bald heimelige Häuser stehen, die anderen Menschen ein Heim, Herd und ein Zuhause geben. Auch muss für die Hobbys dieser Menschen Sorge getragen werden. Wer will es einem verübeln, wenn man nicht immer den Weg zum nächsten Yachthafen fahren will, sondern fast vom Balkon aus zu seinem kleinen Bötchen gelangen möchte? Eine Marina vor den Häusern sollte daher selbstverständlich sein, meine Damen und Herren. Jawohl! Öffnen wir also den Grotendamm. Es ist die Rede von einem ca. 15 Meter breiten Durchlass, welcher den Bedürfnissen von Eignern kleinerer Ruderboote gerecht werden sollte. Allerdings kollidiert die Planung mit der von die Partei angedachten Seilzugfähre, die ca. 10 Menschen in Lohn und Brot bringen sollte. Die übrige Wilhelmshavener Kommunalpolitik ist sich noch nicht darüber einig, wie der Bootsverkehr laufen soll. Aber wir haben eine Lösung in Form eines Schiffshebewerks ins Auge gefasst und werden es zu gegebener Zeit vorstellen. Auch den Tierschutz führen wir im Namen, daher das T in die Partei. Ein Durchbruch durch den Grotendamm stillt auch endlich die Bedürfnisse der Wassertiere, die mal mehr erleben möchten als immer nur trübes Wasser, Blaualgenblüten und Taucher. Auch könnten die von uns geforderten Freischwimmflächen für Zierfische eine Aufwertung erfahren. Und auch die Wasserflora wird durch die Durchmischung mit dem Hafenwasser prächtig gedeihen und lustige neue Unterarten schaffen. Auch das ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für unsere schöne Stadt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sehen, es gibt Pläne und Visionen für Wilhelmshaven. Stellen Sie sich nicht in den Weg, sondern geben Sie lieber klein bei. Das ist der Weg, für Wilhelmshaven endlich das Oberzentrum zu werden, welches seinen Namen auch verdient. Es wird gelingen. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Vielen Dank.